Dire Team Ban. So, weiter geht's. Zum Spiel 2. Diesmal auch mit Live-Sound. Zwischen Genuine Dota und Ogoki Kitsune Nirvana China in der ESL ThinkFast Razor League Qualifiers 2. Spiel um Platz 3 sind wir hier. Es geht um 40 oder 50 Punkte für den Gewinner. Dieses Matches geht es um 50 Punkte für Genuine Dota, wenn sie das gewinnen. Beziehungsweise Ogoki, Kitsune, Nirvana und China müssen hier 2 Games in Folge gewinnen, um das Ding rumzureißen. Ja, Ogoki, Kitsune, Nirvana sind die Gurken von China. Und Genuine Dota sind die wahren Dota. You know, True Metal und sowas. Wir haben wieder relativ Standard-Buns, außer dass diesmal der Battle da rausgenommen wurde und Brewmaster drin ist. Dementsprechend picken Genuine Dota direkt Brewmaster Skywrath, was richtig übel ist. Aber Ogorki haben Nature's Prophet und versuchen vielleicht ein anderes Strat zu fahren als sonst. Oder als jetzt hier in den Brewmaster reinzufighten. Und Nature's Prophet ist durchaus, also kann gut gegen Brewmaster klarkommen. Wenn Brewmaster ihn anjumpt, kann er einfach wegtippieren und sollte vorm Split eigentlich raus sein. Ist auf jeden Fall knapp, ich weiß es nicht. Prophet Void ist hier die Kombo von den Gurken. Interessant und kann halt auch haben zwei starke Heroes, auf denen man Strategien aufbauen kann. Und wenn es nur Push ist, auch wenn es Split-Push ist, oder halt auch fetten Teamfight, da ist einiges möglich. Daher, Venge for Spirit wird gebannt von den Ogorkis, um den einen aus der Krone zu safen. Um Ancient Apparition als Chrono-Kombo und auch als nächstes Prophet-Kombo. Man bedenke, dass hier doch eine sehr starke Chance auf Strat Global sein könnte. Daher wäre ich nicht überrascht, wenn ich von Genuine Dota hier den Spectre-Bann sehen würde. Außerdem auch interessant, dass sie ein weiteres Mal Radiant sind. Nee, Quatsch, jetzt da ja so, ja. Nevermind. Getauschte Rollen, somit ist Spectre-Bann, der eigentlich von den Gurken rauskam. Earthshaker nimmt das Spiel sehr, sehr effektiv, dementsprechend wird er hier auch gebannt. Außerdem ist es halt auch so ein Held, der Nature's Prophet sehr stark countert, weil die Fischer auch eine starke Range hat, die so einen Bulldog-Style mit Blink schwierig machen kann, da der Earthshaker einfach kurz ranblinkt und die Fischer wirft und eventuell sogar out of vision in den Trees. Sodass der nächste Prophet keine Chance hat, irgendwie wegzukommen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn ich jetzt einen Spectre-Ban sehen würde. Aber es ist der Lich, der mit dem Faceless Void zusammen ganz gut passen würde. Außerdem wäre Spectre vielleicht ein bisschen greedy. Weil da hätten sie einen Prophet Mitte oder einen Spectre von Mitte schicken können. Es wäre eine Möglichkeit, aber es wäre halt schon sehr, sehr greedy. Und dann sagen sie, hey, wenn sie greedy sehen, wir haben Brewmaster Skyrath Mage. Das crusht einfach greedy Strats. Und dementsprechend sagen sie, ja, pick doch. Wir holen uns lieber, dass ihr nicht irgendwie starke Lanes bekommen könnt mit dem Wraith King. Ach du Scheiße. Es ist eine richtig, richtig böse Sache von Genuine Dota, die sie hier auspacken. Skywrath Mage, Wraith King, Brewmaster. Das schreit 10-15 Minuten Teamfights und Pushes und... Mit Nature's Prophet und Faceless Void bin ich mir dann nicht sicher, ob sie da bereit sind. Void wird seine erste Chrono vielleicht dann haben. Frage ist, was haben sie da rein? Prophet hat dann seinen Midas oder so und Boots. Shadow Demon... Ja, da könnte vielleicht eine Mirana folgen, um sie auf jeden Fall ein paar Kombos mit der Krone zu haben. Mal schauen, ob hier vielleicht ein Deny-Pick kommt. Mirana könnte durchaus in Genuine Dota's Lineup reinpassen. Auch zum Engagen oder so ist es relativ gut. Shadow Demon Kunker wäre aber auch noch möglich. Aber ich glaube, Mirana wäre hier der sinnvollste Pick für Ogorki. Andererseits hätten sie auch Mirana picken können für Shadow Demon. Wenn zur Not wäre halt auch noch Bane verfügbar gewesen. Also vielleicht interpretiere ich da zu viel in Shadow Demon rein. Aber eigentlich nicht, nein. Relativ sichere Mirana-Pick, der da kommt. Tja. Genuine Dota überlegen sich. Lassen sie die Mirana zu? Wenn ja, was wollen wir gegen die Mirana spielen? Wenn nicht, Mirana mit was? Das sind, glaube ich, so die Dinge, die sie gerade überlegen müssen. Tidehunter.
Tidehunter picken sie. Sagen also, okay, wenn das ein bisschen mehr Rana ist, haben die irgendwie ein paar Kombos. Unsere Lanes sind stark genug, um das halt auch so zu überleben. Tidehunter ist einer der Helden, die ja dann auch schon eher einen Arrow in the Face mit dem Shadow Demon zusammen überleben könnten. Nicht auf Level 1, aber so auf den späteren Levels. Und dann sagen sie einfach so, okay, passt schon. Mal gespannt, ob die Mirana hier kommt. Wäre auf jeden Fall hier, glaube ich, ein guter Pick. Auch als Support einfach. Weil die Arrows könnten hier sehr gut sitzen. Wir haben Sprout, wir haben eine Chronosphere, wir haben die Disruption. Da kann man einiges mit setupen. Aber es ist der Jackie Road, der tatsächlich gepickt wird. Könnte aber auch ein Core-Jack-Hero sein. Aber nein. Wahrscheinlich nicht. Die Mitte ist noch offen für Gorky. Wir schauen, was Jenny Dota da pickt. Ansonsten, wir haben eine Disruption, wir haben da einen Ice Path rein. Und dann eventuell der Follow-up. Basis Void springt hinterher und macht ein paar Time-Blocks. Frage ist halt, ob es genug ist für einen Tidehunter. Das sehe ich hier nicht. Der Ice Path Level 1 macht halt nichts. Da kommt direkt der Anchor Smash und dann ist kein Damage mehr vorhanden. Von daher. Nicht sicher, ob es funktioniert. Pack wird gebannt, wäre eine weitere Möglichkeit und auch würde ermöglichen zu fighten. Außerdem gegen Brewmaster ist der Silence sehr, sehr stark. Könnten sie eine Krone dann draufwerfen. Jalen Dota braucht eben noch einen Carry oder den Wraith King. Wo ich tatsächlich glaube, dass der Wraith King ein Carry bleibt, denn der Ogre Major ist noch frei und das könnten sie... Nein, okay. Support Wraith King und Phantom Assassin in der Mitte, als Carry. Was sie eventuell sogar aggressive gehen könnten. Aber ich glaube, es gibt erstmal keinen Grund. Auch als Rotating Support sind die hier Wraith King Scarlet Mage sehr gut. Für PA haben sie aber für mich, finde ich, zu wenig Setup. Das ist halt teilweise greedy, weil da sind keine Kombos, die da vorhanden sind. Es ist jetzt kein Magnus oder sowas drin, wo sie sagen könnten, hey, wir haben eben immerhin etwas. Das heißt, wenn die PA nichts wird, dann wird sie nichts so ungefähr. Und das ist halt ein Problem. Kontrollemäßig musste halt auch erstmal ein BKB kommen. Jack Hero, Shadow Demon, Void lassen da einige Möglichkeiten zu. Nicht zu vergessen, Disruption und dann hast du auf einmal Illusions, die kritten können. Und ja, dann. Das ist halt schon relativ übel. Also, ich bin mir nicht sicher mit dem Phantom Assassin Pick. Vielleicht. Naja, es ist aber einer der Carries, die fett sind und trotzdem halt noch irgendwann dann fighten können, wenn Brewmaster fighten will. Und das ist halt irgendwie nach 10 Minuten. Naja, aus der Hinsicht natürlich schon ein ganz guter Pick. Es passt in das Lineup rein. Die Frage ist halt, was passiert, wenn das Lineup nicht funktioniert? Im letzten Game hat es funktioniert, aber hier, ja, das ist halt, wir haben kein Fallback, so richtig. Klar, Brewmaster und Phantom Assassin können bis ins Late Game gehen, aber Nature's Prophet, Void, Jakiro ist nicht. Und daher müssen sie jetzt hier durchziehen. Ist so ein bisschen alles oder nichts. Wobei das alles tatsächlich eine relativ gute Strategie ist. Ähnlich ein Push-Lineup, was halt irgendwann natürlich abfällt, ist es ja auch ein sehr Midgame-orientiertes Lineup, was wo die Gurken jetzt auf jeden Fall was finden müssen, was da, ja, was da fighten kann. In der Mitte. Vielleicht eine Quap? Vielleicht, ne, ist ja schon alles draußen. Terrorblade in der Mitte. Einfach fette Carries auspacken? Ne, auch nicht. Brauchen sie irgendwas in 25 Sekunden, was sie da picken wollen? Und ich bin gespannt, was es sein wird. Ja, 5 Sekunden noch. Mal schauen, oder ist sie random? Nein, Ember Spirit in der Mitte. Könnte durchaus... Ja, sollte funktionieren. Kann dann ja so ein bisschen fighten. Und besonders, wenn er halt ein paar Kills bekommt, ist es halt auf jeden Fall der Carry, auf dessen Rücken die Ugorkis da auf jeden Fall zurückkommen könnten. Denn wenn das Ding fett wird, dann wird der fett. Und dann haben wir halt auch schnell einen Helden, der sie halt auch auseinandernehmen kann, sie zurückwerfen kann. Und es ist dann halt nicht einfach so bisschen. Sie haben halt so, können so ein bisschen fighten, sondern wenn halt der immer fett wird, wenn sie dann auf einmal ein, zwei Teamfights verlieren, dann ist es halt auf einmal vorbei für Genuine. Was halt durchaus eine gute Strategie ist. Ja. Und mal schauen. Nature's Prophet, Exotic Deer war letztes Mal der Carry. Aber
Ja, mit dem Ring of Protection, ob er da trotzdem auf die Offlane gehen könnte, weiß ich nicht. Mrs. Void scheint für die Offlane gekauft zu haben. Naja, Void Offlane. Jakiro hat auf Support gekauft, ist deshalb nicht in dem Core, deshalb kein Jungle hier für den Prophet, was natürlich super greedy wäre, aber hätte ja sein können. Immer zwischen der Mitte auf Kakor, Floki und Unnamed machen mal wieder den Support als Shadow Demon und Jakiro. Gazirex wird wohl auf die Offlane gehen. Kakko in der Mitte, ja. Und zu guter Letzt Exotic Deer, der wohl Carry sein wird. Wir haben Ahria diesmal auf dem Tidehunter auf der Offlane, auf der Seite von Genuine. Zu Support Wraith King zusammen mit Kraven. Auf dem Skywrath Mage. Hope Torture als Carry auf der Phantom Assassin mit einem ziemlich coolen Helm und einer ziemlich coolen Armor. Dritter Armor. Und zu guter Letzt Mastermind in der Mitte auf dem Brewmaster. Rune. Die Top-Rune wird wohl auf Genuine-Seite sein, die Bottom-Rune tatsächlich auch. Da haben sie nicht contestet, interessant. Bounty-Rune führt halt danach 50 XP, 50 Gold. Nimmt man gerne mit. Mit Boots sollte er noch rechtzeitig kommen zum Blocken. Ja, sollte passen. Ja, passt perfekt, wunderbar. Alles klar. Der Block in der Mitte. Range Creep vorgelassen, ja, aber ansonsten. Tatsächlich ein Vorteil hier für den Ember Spirit damit. Und wir haben einen Carry Nature's Prophet. Ich bin mal gespannt, ob der da genug macht. Hat vielleicht am Anfang fließen wenig Damage für den Tidehunter. Aber Void hat halt immerhin einen Escape dort oben. Wird halt sehr viel geharassed werden und müsste unter Umständen schnell mal wegspringen. Deshalb wohl die Wahl. Ember Spirit hat schon Clap abbekommen. Bisschen low gegangen. Aber egal. Tidehunter ist doch sehr aggressiv jetzt hier in the face. Ariad war im letzten Spiel richtig weit hinten. Aber kann jetzt ein bisschen was bekommen. Sollte hier rübergehen und kriegt ein paar Erfahrungen von dem Pull-Through durch. Aber es ist kein Pull-Through, denn dieser Ward blockt das Camp für sie selber, okay. Das war vielleicht ein bisschen doof gelaufen. Und dann kriegt er halt eine Doppel-Creep-Wave. Kann man machen. Kein Ward. Nee, er hatte doch ein Ward, oder? Er hatte einen Ward, soweit ich das hier sehe. Ein Ward ist da, ein Ward ist gestellt. Ne, tatsächlich, er hatte keinen Ward und dementsprechend haben sie auch beide Sentries hier verbraucht, um nach einer Ward zu gucken, die nicht da ist. Allerdings, Faceless Void musste jetzt schon zu den Ancients gehen. Jetzt schauen sie mal, ob sie Brewmaster zu viert bekommen. Was eigentlich ja relativ eindeutig sein sollte. Versucht hier oben weiter zu gehen, aber Disruption ist da. Ice Path, nein, Liquid Fire einfach so. First Blood für Faceless Void. Master meinst du, mit einer 4er Rotation und auf einmal ist Wraith King da und die beiden Supports und verhindern zumindest, dass Faceless Void direkt auf die Lane kommt. Was ihnen, ja, der Kill hat ein bisschen was geholfen, aber trotzdem ist er richtig weit zurück, besonders gegen Titan, der jetzt Level 2 Solo XP, hiermit wird er auf jeden Fall Level 3. Das ist schon einiges. Brewmaster direkt zur Lane zurück, TP'd, verliert auch nicht so viel. Von daher würde ich sagen, ging es noch. Wraparound von den Supports. Ariad ist relativ low, das könnte funktionieren. Ping, 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 ping. Wurde anscheinend vom Tower gesehen. Natürlich blöd, anscheinend hier beim Rotaten. Und ja, Ariad ist da doch sehr defensiv auf einmal. Sie haben die Aggressive Ward gestellt hier. Da oben. Und werden zumindest den Titaner jetzt kaum noch auf die Lane lassen. Andererseits, wenn er volle Leben hat, könnte der eigentlich wieder drauf. Aber mit dem einen Punkt Gush eventuell wäre die Krankenstelle auch besser gewesen. Der Illusion Damage und so, besonders hier der Liquid Fire Damage, wäre eine Krankenstelle vielleicht noch sinnvoller gewesen. So, Mastermind macht wieder Pressure, aber Void ist wieder da mit einer Double Damage Rune. Oh, er hat den Kurier gefunden. Easy Gold, das ist bitter für sie. Die Bottle war zum Glück nicht drauf. Aber vielleicht sollte er sich vielleicht doch nicht mit einer Double Damage anlegen. Es ist Void. Kein Timelock. Wir versuchen jetzt mal zu rotaten, aber zu spät. Und ja, die Gurken pushen den Tower. Ja, 3 Minuten schon die Hälfte des Lebens weg, das ist doch schon einiges. Und PA würde gerne weiter farmen und eigentlich nicht pushen. Deshalb mit dem Nature's Prophet auf jeden Fall hier auf der Lane. Denn er kriegt seine XP, aber wird hier sehr schnell Tower verlieren. Gegen Jakiro Void. Gegen Jakiro und Nature's Prophet. Last Hits ist Phantom Assassin
Overall. Gash ist schon draußen. Hier kommt ein TP und Wraith King kommt rein. Stun und das sollte ein schneller Kill sein auf dem Shadow Demon. Wraith King nimmt sich den Last Hit mit dem Wraith Fire Blast Burn Damage und einer Rotation, die sehr gut geklappt hat. 1-1 für Genuine und die OKs. Rookies. Und die Mitte ist auch sehr in favor of Plumas tatsächlich. Irgendwie Plumas Bild trotzdem einen Kill und im zweiten fast Kill. Kriegt er da irgendwie nichts voran. Die Curious hier ein bisschen drin. Hofft, dass Wraith King da nicht gucken geht. Ich glaube nicht, dass nächstes Prophet ihm irgendwie helfen kann. Mal schauen, ob er Face Boots oder auf Midas geht. Ich gehe mal stark von Midas aus. Die Frage ist halt wirklich, ob es genug ist. Ob sie dann fighten können, wann es soweit ist. Level 2 Void, Level 5 Tidehunter. Das ist natürlich schon einiges. Sehen hier, okay, Wraith King geht weg. Damit können die Supports wieder reinrotieren. Oder bald. Harriet wartet hier auf seine Mana Boots. 10 Sekunden noch. Oder 10 Gold noch. Findest du hier, muss Panic noch vorher klicken. Ja, hat sie gefunden. Die Frage ist, ob er dafür jetzt stirbt. Anchor Smash in der Animation. Anchor Smash rauswerfen. Aber schöne Blocks hier für den Trees. Kommt nicht ganz weg. Aber mit dem Sprout sollte das genug sein. Und ja, das sieht so danach aus. Jakiro kriegt den Last Hit auf den Titan. Tatsächlich, die eine Sekunde, die er gewartet hat, war es dann tatsächlich den Kill wert. Aber richtig bitter. Weil sonst hätte er natürlich schon einen Vorsprung gehabt, um da rauszulaufen. Eine Sekunde knapp. Ein Gold. Die es da wert waren. Sehr schade für den Tidehunter, aber verdient halt auch für OK, die halt da rechtzeitig da waren. Und gesehen haben, okay, der ist in den Trees. Let's kill. Und besonders für den Super Tree Block von Exotic Deer musste dafür eigentlich mit Kill belohnt werden. Blumas in der Mitte, geht auf Nether Spirit. Hat eine Illusion Rune, relativ wenig Mana, aber hat auch einen Split Ready. Von daher wartet er auch hauptsächlich darauf, dass der das Bild hier geslaut wird. Wird geslaut. Clap. Kein Mana mehr. Und ich glaube, mit der Disruption könnte das tatsächlich ein Kill werden. Oh, und hat er jetzt gerade so Mana bekommen. Kann splitten und das ist auch ein Easy Kill auf den Shadow Demon. Batz. Und Double Kill, den Mastermind jetzt auf einmal rausnimmt. Das lief nicht so wie geplant. Haben wir jetzt hier noch einen Void gefunden, aber auch Jakiro ist da. Und, ups. Suddenly ein Kill. Und ja, Faces wollten sich doch den Last Hit. Aber dafür müssen sie halt auch reintippen. Sind jetzt wieder zu viert in der Mitte. Müssen jetzt hier was machen. Oder verlieren hier so ein bisschen daran. Wraith King stackt noch ein bisschen. Der Tower wird gepressured. Glyph ist auch noch vorhanden. Oder wieder natürlich nach dem einen Tower. Und mal schauen, so richtig Anti-Push ist halt nicht vorhanden. Das ist halt die Stärke von dem Lineup. Die muss halt jetzt sehr viel Tower-Damage machen, einige Tower runternehmen, um mit dem Geld dann halt einfach fighten zu können gegen Genuine. PA, 51 Last Hits, einiges, jetzt geht's so langsam auf die Action. Tidehunter ist vorne drin, kommt direkt in den Ice Path. Ja, hätte Ravage, aber hat einfach, ja, anscheinend ist es zu spät gewesen, also der Punkt ist, ich glaube, er wollte als erstes TP'en, aber dann kam Mastermind doch vorher. Und das war wohl nicht so geplant. PA fängt weiter, PA hat einige Items. Eine Crits. Jetzt kommt der Crit. Aber too late. 1300 Leben. Jetzt könnte der Void ein Problem haben. Auch gesilenced. Kann keine Krone machen. Also Solar ist Level 5. Versucht hier noch der Dagger, wenn er crittet. Aber overextended. Müsste hier... Hat seine Salve genommen. Sehr schön in der Disruption noch weitergebottelt. Das hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet, dass er da noch rausbekommen hat. Springt raus. Haben wir das Profit übersehen. Und der letzte Hit. Ah, Shadow Poison nimmt ihn tatsächlich down. Prophet könnte hier noch rein TP'en, um sich noch einen Kill abzuholen. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ist gerade unten ganz gut am Farmen. 1800 Gold, ist auf Trades als erstes gegangen. Es gibt wohl die... Oh, Disconnect. Erstmal wird eine Pause gemacht. Es gibt wohl die Midas, was hier definitiv die richtige Entscheidung ist. Und mit den Kills, die sie hier machen, und noch ein bisschen die Overextensions und den Tower Damage, würde ich sagen, dass hier okay auf jeden Fall eine starke Chance dagegen haben, gegen dieses Midgame-orientierte Liner von Genuine, da krass gegenzuhalten. Denn sie kriegen Farm durch die Tower. Sie kriegen tatsächlich jetzt auch ein paar Kills. Die PA-Kill war richtig wichtig. 56 Last Hits. Das ist einiges mit 28 Denies. Könnte oder sollte auf jeden Fall der Comeback sein. Auch wenn Comeback hier vielleicht das etwas reißerische Wort ist. Und sie grafen an. Dead Even. Dead Even. Ja.
Noch ist das Spiel even. Die Frage ist halt, ob even reicht, um das Midgame von Genuine zu überleben. Na gut. Ja, die Kombos, die halt rauskommen, ist hauptsächlich Slow, Wraith Fire Blast und dann die PA. Haut rein. Die Frage ist, was passiert, wenn sie groupen? Was passiert mit dem AOE? Was passiert, wenn die Krone online kommt und dann Ember Spirit da drin ist, Shakira drin ist und Nature's Prophet von draußen reinschießt, der halt auf dem Fighting Build geht und somit sehr schnell sehr viel Damage austeilen wird. Und ja, es ist eine Ravage da und es ist ein Brewmaster Split da. Es ist richtig viel da drin. Die Frage ist, wenn sie einmal nichts bekommen, können sie halt irgendwie 2 Minuten nicht fighten. Und das wird das Window sein, auf jeden Fall für, okay, hier 1 bis 2 Tower zu nehmen. Und das wird halt so die Sache, können Genuine ihre Ultis managen, ihre Cooldowns, wenn sie fighten, wenn sie ready sind, fighten sie mal zu lange, falls zu wenig. Und solche Dinge. Oder wird halt einfach auch der Brewmaster Split von der Krone unterbrochen oder sitzt die Ravage. Solche Dinge. Wenn der Teamfight von Genuine nicht funktioniert, können sie für die nächsten 2 Minuten nicht teamfighten und haben auf jeden Fall das schlechtere Lineup hier, um zu bestehen. Wenn es allerdings funktioniert, rechne ich sehr schnell mit einem nahezu Wipe von okay. Na gut. Ansonsten, was haben wir noch? Wir können mal die Items durchgucken. Haben halt, ja, Threads auf beiden Lanern hier. Festus Wild freut sich tatsächlich sehr viel über seine Threads, die er immerhin bekommen hat. Dafür, dass er doch eigentlich gar nicht auf der Lane war. Level 5 ist doch schon relativ gut. Naja, Threads für Nature's Prophet und 1800. Ember Spirit hat sie in den Bottle. Und da kommt aber irgendwas im Kurier. Bracer geht halt aber so auf Drums. Aber sonst relativ wenig. 21,6. Sehr wenig gefightet. Jakiro hat nichts. Wird wohl auf Oils gehen hier. Und von Stelle von Genuine haben wir die Phantom Assassin, die einiges hat. Weil jetzt auch schon mal gestorben ist. Titan hat seine Boots. Brewmaster wird jetzt auf den Dagger sparen, wo er relativ nah dran ist. Also richtig großer Farmunterschied zwischen dem Ember Spirit in der Mitte und dem Brewmaster in der Mitte von Genuine. Und hier scheint es auch jetzt weiterzugehen. Sekunde, nein, go, okay. We're ready und es geht weiter. Und mal gucken könnte es auf jeden Fall oben. Wraith King haben, der Rest ist relativ weit auseinander und Void ist connected. Das, ja, ist ja jetzt super. Schönes Timing, aber immerhin war die Pause noch nicht so lange zu Ende. Geht kurz ein bisschen zurück, was wohl nicht so schlimm ist. Easy Reconnect und dann dürfte es jetzt auch weitergehen. Was dann hier auf dem Faces Void? Naja, immerhin den Leap rausgebaitet. Kein Crit. Immer noch keine Backtracks. Das wäre vielleicht gegen diese Daggers auch mal ganz interessant dagegen. Aber naja. KCOR wird hier relativ stark rausgehalten auf dem Brewmaster. Stark unterlegen hier. Muss doch gucken, inwieweit er hier gegen den Brewmaster richtig gehen kann. Besonders wenn jetzt hier so ein Skywraith-Mage da ist. Clap. Aber auch relativ wenig Mana dafür halt. Ohne Mana-Boots ist ja immer ein bisschen die Sache, aber hat bald seinen Blinkdagger und kann danach auf Mana Boost holen. Mit dem Blinkdagger sollte es auch vielleicht ein Killer von Ember werden. Die Frage ist halt, wie das mit den Spirits aussieht. Ist bisher immer einen hinten. Und ich glaube, das wird auch aufrechterhalten, denn er weiß, dass der Brewmaster ohne Spirit halt relativ schnell töten kann. Blinkdagger hier, wahrscheinlich wird das Mecha aus dem Titan da gebaut. Bin mir nicht sicher. Wraith King wurde von der Disruption getroffen, aber kein Follow-up vorhanden. Kronos jetzt online. Damage, ja, werden wir dann sehen. Aber die PA könnte hier geholt werden. Hat aber auch natürlich ihre Evasion immer noch. Blur Level 1. Besser als nichts, aber jetzt ist doch eine Wraith King da. Nicht sicher, ob sie da noch rein wollen.
Alter, das ist relativ low. Muss hier eventuell gucken, ob er da piehen will. Ja. Repeat. Und das. Oh, Ulti kam eine Sekunde zu spät. Den beinahe da geholt. Schiff von Prophet hat auch alles genutzt, was er hatte. Allerdings, glaube ich, hätte es sogar gepasst, wenn er da direkt raufgeschossen hat. Chrono wird gemacht. Wraith King sollte jetzt hier einfach stunnen, ja. Und alle TPs kommen hier rein. Ist reingeblinkt und muss jetzt hier instant rauszupien. Und das schafft er tatsächlich. Prophet versucht auch rauszupien und es scheint es sich auch zu schaffen. Alle kommen hier raus. Chrono wasted, ja. Ah, okay. Double Damage. Jakiro ist damit Geschichte. Double Damage Blink. Damit haben sie jetzt nicht gerechnet. Ja. TPs quasi sind komplett even damit. Aber sie haben ja die Chrono gewastet. Und jetzt sind sie auf einmal oben und können hier pushen. Allerdings macht auch immer ein bisschen Stunk. Und Nature's. Na, okay. Titan da ist dort. Und defendet weiter die Bottom Lane. Bitte spielt natürlich Prophet rein. Wollen den Tower Trade auf jeden Fall hier haben. Die Frage ist, ob sie den ihm geben können. 20 Sekunden für TPs. Keine TPs sonst hier vorhanden. Ja, das sollte ein Easy Trade sein. Easy Trade hier sollte tatsächlich auch Genuine bevorteilen, einfach weil sie Midgame-Länder haben. Kiro wird hier getroffen, richtig harter Slow und da IPA dive das Ding auch direkt. Und kurzen Prozess macht der Blue Master. Und Shadow Demon ist jetzt auch ein bisschen zu weit. Wird hier auch noch gefunden und geht jetzt auch down. Mal schauen, ob sie zweit diven da. Und Scarlet Mage könnte ein Problem haben und Prophet Ulti bounce durch und macht richtigen Damage. Der Tower kriegt hier. Oh, schöner Blink. Und kommt hier gerade so raus. Aber das Prophet Ulti hat da beinahe einen Double Kill gemacht. Super getimed. Super passend. Aber dein Kurier wird hier gefunden vom Nature's Prophet. Auch schön, hatten hier den Ward und damit war es auch ein Easy Kill. Alter, da kommt zu spät. Aber auch selbst wenn, hätte er auch nichts machen können. Boomaster wäre ein bisschen in der Nähe gewesen, aber auch zu weit weg. Ja, alles in allem richtig schöne Plays hier von den China-Gurken. Ja, die Frage ist halt, ob es reicht. Die sind halt immer noch weiter. Prophet übernimmt aber jetzt die Farmspitze. Wird auf jeden Fall. Ja, ne. Eine Force, mit der man rechnen kann. Stimmt, Prophet hat hier gar keine Wards und hat hier über die Healy Ward gesehen. Na gut. Die TPs kommen rein. Scarlet Mage sollte damit down gehen. Keine TPs auf der Seite von OK. Sonst hätten sie eventuell dann Follow-up machen können. Besonders weil die Mystic Flare auf jeden Fall viel Damage gemacht hat. Vielleicht Blue Master könnte hier noch was machen, aber er sieht ihn halt nicht. Auf Verdacht hier hochzuspringen. Bisschen Quatsch, ein bisschen viel. Ups. Oder die findet hier eine Phantom Assassin. Die Frage ist halt, ob sie nicht einfach jetzt von der Phantom Assassin gefolgt werden. Phantom Assassin kommt low und da ist tatsächlich noch. Oh. Shadow Demon kriegt ihn vorher, damit kriegt er die XP tatsächlich und beide sterben. Aber sie innerlich zusammenfallend. Ja, schöner Gank. Der auch nicht ganz so funktioniert hatte, wie sie wirklich das wollten, aber. Nature's Prophet mit der Global. Mit dem Global Nature's Wrath ist auf jeden Fall immer zur Stelle. Der den einige richtige Kills versorgt, beschert. Jetzt ist Scarif Mage da. Und hat zu spät sein Tango gefressen. Richtig schöne Plays hier vom Nature's Prophet. Mit seinem Orchid macht er da kurzen Prozess mit einigen Helden. Ich glaube, so langsam sehen Genuine ein, dass sie da Five-Man-Action machen müssen. Denn Fights sind sie jetzt da, wo sie stärker sind. Blink Dagger ist jetzt auch da für die Ravage. Finden hier einen. Oh, das könnte böse werden. Link und es ist fast eine Ravage-Wert. Ich dachte, es wäre eine Ravage-Wert. Besonders auf dem. Ja, okay, dann kriegen sie jetzt hier nichts. Aber da hätte auf jeden Fall die Ravage benutzen sollen. Hätte blinken müssen. Denn dieser Nature's Prophet hat eine Streak. Ist einiges wert und ist auch top of the board in Last Hits. Top of the board in Net Worth. Weil er auch einige Tower hat und einige Kills hat. Hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Aber gut, finden hier jetzt den Brewmaster. Er versucht da irgendwie zu beleben, aber nix da. Dann wurde gemacht und Pickoffs sind es halt immer. Wir haben hier keinen Tower, von daher könnte Wraith King jetzt down gehen. Keine Reincarnation. Aber halt auch kein richtiger Follow-up dahinter. Und das sollten sie auch sowieso generell nicht tun. Ohne Brewmaster können sie hier nicht fighten. Können aber Pickoffs machen. Vielleicht den Jakiro oder so finden. Also ist ein Jakiro weg, vielleicht. Mit der Ravage kriegen wir hier den Brewmaster Build Easy Kill.
Aber ich weiß nicht, auf den Nature's Prophet hätte sich das eben vielleicht etwas mehr gelohnt. Besonders, wenn dann einige Kills hier nicht passiert wären. Nature's Prophet ist dann noch ein bisschen zu langsam, wird aber vielleicht nachher gleich auf Blink gehen. Und ab dem Zeitpunkt ist dann niemand mehr von ihm sicher. Auch nicht mehr durch weglaufen. Bis jetzt könnte man sich mit dem Sprout einfach noch durch den Tango durchfressen und ist eigentlich okay und sicher. Das geht mit dem Blink dann nicht mehr so einfach. Zumindest kriegt man dann den doppelten Schaden. Den man eigentlich hätte bekommen können, wenn man aus dem Sprout rausgelaufen wäre und sicher sein, dann nochmal ran blinken und dann nochmal denselben Damage dischen. Eward auf der Seite von okay. Haben hier gesehen, okay, irgendwie irgendwas muss passiert sein. Shakiro ist hier runtergelaufen und zur gleichen Zeit haben sie halt hier einen Go gemacht. Sie wohl gewusst sein, dass die Supports da rotiert sind. Und zu Recht haben wir auch einen Ward gefunden. Tja, Ember Spirit kann auch immer nicht so wirklich was gegen den Bloom Master machen. Müssen aber jetzt hier auf jeden Fall was bekommen. Genuine verlieren so langsam ihr Window und sollten so langsam mal fighten. Agas wohl die nächste Wahl vom Brewmaster. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Findet hier eine Regen-Rune. Was auf jeden Fall tatsächlich relativ cool wäre, wenn er die sogar vor einer Disruption rausbekommt. Und dann mal schauen, ob sie den Tower fallen lassen. Tower ist down, keine Glyphe benutzt. Oder, nevermind. Ich habe auf Raining geguckt für die Glyphe. Versuchen jetzt halt hier den zweiten Tower zu bekommen, was Makropai sorgt ziemlich schnell dafür, dass keine Griefwave mehr da ist. Außerdem jetzt zu zweit zum Deffen sind sie jetzt da und das Prophet kann halt beliebig weiter oben Pressure machen. Machen das jetzt mit dem Split Push sehr gut, alle Outer Towers sind weg. Also alle T1 Outer Towers. Somit ist sowohl die Möglichkeit für den Nature's Prophet hier Kills zu bekommen sehr hoch, als auch, ja, die Split Push Potenzial wird größer. Das ist ein Problem für Genuine, denn wenn sie hier die Kills nicht finden, die Fights nicht finden, alle Tower stehen noch, bis auf den einen auf der Top-Lane, dann werden sie hier wohl das Farm-Battle auf lange Sicht auf jeden Fall verlieren. Okay, Brewmaster geht doch als erstes auf BKB. Mit dem Orchid vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Wir könnten hier eventuell jemanden finden. Hoffen, dass einer zu weit vorne geht. Link rein. Split findet hier zwei Supports, die dann wahrscheinlich auch ziemlich schnell down gehen werden. Nein, Shakiro überlebt noch. Ups. Das war nicht gewollt. Lebt noch, aber der Fire Panda sorgt hier dafür, dass es down ist. Aber eine Krone auf 2. Und jetzt clean sie ihr Haus. Wraith King war einmal down. Kriegt aber noch die Ravage raus. Und das könnte. Das ist tatsächlich genug, um hier zu disengagen. Wraith King ist Casualty of War, die zweite. Aber sie kommen hier raus. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche TPs kommen. Glaube ich allerdings nicht. 3700 Gold, wenn ich das Profit, der vielleicht sogar. Okay. Geht direkt auf MKB für die Phantom Assassin. Auch eine gute Wahl. Und kriegen hier nicht die 2 Tower für diesen Fight. Sie brauchen Fights, ja, aber Highground in den T1 Tower in das ganze Team rein ist vielleicht, war nicht so die richtige Entscheidung gewesen. Battle Fury ist für die Phantom Assassin fertig, versucht hier ein bisschen Pressure zu machen. Ist auch relativ erfolgreich dabei, das zu machen. Aber jetzt könnten sie engagen, allerdings sind auch keine Items, keine richtigen Ultis dafür da. Nature's Prophet sollte hier einfach rausdippen können, ja. Shakiro versucht dasselbe, versucht das so ein bisschen zu juken. Auf der anderen Seite haben wir hier einen Wraith King, der versucht hinterherzukommen. Allerdings jetzt gerade ein bisschen alleine wird. Vielleicht sollten sie da dem Wraith King mal folgen. Und das tun sie auch. Die sollte hier das Schicksal besiegeln vom Ember Spirit, ja. Und suddenly, Genuine cleant jetzt doch ein bisschen. Und kriegen immerhin den T1 Tower dafür. War ein 3-0 Exchange tatsächlich für 700 Gold für einen Skywrath Mage. Ist doch einiges. Aber halt auch nur durch Over-Extensions. T2 Tower für den T1 Tower dann wohl jetzt. Und eventuell bald den T2 Tower auf der Top-Lane, der auch nicht mehr so frisch aussieht. Allerdings wieder ein bisschen Split-Push dagegen. Nature's Prophet ist immer da, um halt auf jeden Fall jetzt TP'en zu müssen. Wenn sie den Tower behalten wollen. Was sie tun sollten, aber nicht. Jetzt kommt das TP, aber ein bisschen spät. Der Tower ist schon fast down. Weiß nicht. Müssen sie eventuell ein bisschen schneller reagieren, denn jetzt ist der halt so low, dass Nature's Prophet den auch einfach retten kann, neben einem Fight oder so. Das passiert relativ schnell, vielleicht sogar 40 Ps. Okay, ohne Deso nicht so ganz, aber ist jetzt doch schon relativ low.
noch ein Blink für den Inches Profit vor dem MKB. Damage davon ist ja vorhanden, und aber außerdem hat er gesehen, okay, erstens besser chasen und zweitens brauche ich irgendeine Art von Escape so langsam. Weil sonst bin ich nur Sitting Ducks und sie nutzen halt alles für mich. Übrigens hier unten am T1, die Frage ist halt, wie weit Prophet hier vorkommt. Hat richtig schönes Scouting hier von den Trees, die es eigentlich unmöglich machen, an ihn ranzukommen ohne Smoke. Und ja, Devin hier, das Ulti sorgt dafür, dass Shadow Demon vielleicht nicht umsonst stirbt. Aber, oh, eine wunderschöne Ravage, das erlaubt ihn da auf jeden Fall auseinander zu gehen. Aber allerdings ist jetzt Prophet drin und, oh, Crit, super für ihn. Oder Pech für den Nature's Prophet, dass er da gerade im Crit gekommen. Makropaya hält die Leute nicht so ganz auf. Oh, Dagger macht auch noch einen Crit, na toll. 4:0 der Trade hier. Es war vielleicht auch ein Fehler vom Nature's Prophet da reinzugehen. Sie wollten unbedingt fighten. Die Chrono wäre perfekt gewesen, wenn die Chrono gesessen hat, wäre das super, aber das R war anscheinend schon gedrückt. Oder er hat richtig schnell reagiert. Und diese Ravage von Ariad hat da quasi 4 Leute getötet. Und je nachdem, wie das weiter ist, könnte sie eventuell spielentscheidend gewesen sein. Richtig großes Kino davon nehmen. Tidehunter. Der jetzt auch schon auf Refresher geht und schon relativ weit doch durchaus ist. 1800 Gold bis Refresher. Kann sich sehen lassen. Oder 1300. Wie der. Link in 2800 und Refresher bei 1300. Oder. Nope, andersrum. Okay. Link in 1300, Refresher ist 1800. Ein weiteres Deck für den Tidehunter, der in den 1800 damit wohl ein bisschen näher kommt. Und auf einmal sind okay doch schon sehr eine Defensive, aber sie haben noch alle T1 Tower draußen drumherum. Haben jetzt ja halt den Kill-Vorteil oder Kill-Gleichstand aufgegeben. Aber sie spielen fürs Late Game. Und da sind das nur kleinere Setbacks. Auf jeden Fall aufpassen, dass hier nicht der T2 Tower einfach so down geht. Der ist auf jeden Fall nochmal was, was sie, wo sie für sorgen müssen, dass es, dass er gehalten wird. Versuchen hier hinter dem Prophet, auf den sie hoffen, dass da ein Kill drauf kommt, um den zu stoppen. Ist ja die Frage. Ups. Ja. Na toll, dann Livestream down. Ach, ist das immer toll. Ja, und damit natürlich auch der Stream, na toll. Ja. Nur kurz Restart davon. So, und weiter. Ah, komische Disconnects hier immer. Irgendwie hat er wieder das WLAN, die Verbindung verloren. Irgendwann krieg's hin. Keine Ahnung, was da wieder der Fall ist. Roshan wird jetzt gemacht von auf der Seite von denen. Was war hier? Naja. Machen hier Roshan, kriegen den auch ohne Probleme. Allerdings der T1 Tower, der T2 Tower oben kriegt ein paar Probleme. Allerdings nicht so viel, nicht so Schlimmes. Und dann geht's halt auch einfach weiter. Dire's top tower is under attack. Nun gut. Mal schauen, ob das Stream jetzt wieder geht. Gefixt, indem einfach ein Neustart gemacht wurde, naja. Irgendwas. Aber das regt mich ja halt doch hauptsächlich am meisten auf, dass du dieses Problem von, okay, ich starte nur die Aufnahme und wenn ich nach der Aufnahme noch den Stream starte, dann stürzt es ab. So, seriously, woran liegt das? Das daran, dass ich, liegt das daran, dass ich 2 Minuten Delay habe und 2 Minuten Delay halt noch nicht vorhanden sind und dass er nicht warten kann, bis 2 Minuten voll sind? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da kaputt in diesem Programm. Aber gut, schauen wir uns lieber ein bisschen Dota an. Wir haben Genuine, die das gleiche wie eben machen.
Beziehungsweise eben wie, okay, versuchen hier hinter der Phantom Assassin zu smoken. Hoffen auf irgendjemanden, der die Phantom Assassin gauen will. Was allerdings anscheinend nicht der Fall sein wird. Sie holen lieber einen schönen Trade hier mit dem Ember Spirit. Aber die Möglichkeit hier besteht, dass sie auch einfach Highground gehen. Ruffet TP'd jetzt nach oben und versucht auch ein bisschen Damage zu machen und ein bisschen Stunk zu machen auf den T3. Mal schauen, ob das hier halt funktionieren wird. For you go. Somit vielleicht ein Base Race hier. Beide Seiten kommen auf die Rex. Die Creeps waren drin, Katapult ist allerdings jetzt down und müssen sich zurückziehen. Und jetzt hat Ancient's Prophet ja schon fast mehr Damage gemacht auf die Rex als umgekehrt. Ja, da müssen sie irgendwas tun. Reinsplitten, sie können halt auch einfach reinspringen und splitten. Die haben alles da, müssen halt jetzt nur irgendwas tun, bevor Ancient's Prophet halt auf jeden Fall das auch so unterscheidet. Wir sind jetzt hier Highground drin und Ancient's Prophet geht jetzt schon, ist erstmal down. Prophet kommt noch nicht zurück. Und Ember Spirit ist halt auf der Seite auch schon down gegangen. Und jetzt sehr stark in der Defensive. Allerdings kriegt Prophet hier wohl auch Rex. Was halt der Vorteil von so einem Prophet ist. Wir machen jetzt hier Buybacks und versuchen so lange wie möglich auszuhalten. Ja, Glyph ist noch vorhanden. Allerdings, Genuine, merken die das nicht? Dire Structures sind jetzt fortified. Bringen in den Tower. Aber Chrono auf 3, das ist richtig doll. Kann hier noch einen Drunken Brawler auf den Void machen, dass er nicht so viel Damage macht. Aber die Aegis ist halt auch noch da auf der Phantom Assassin. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir auch nicht zu viele Helden verlieren. Denn dann ist es halt vielleicht sogar ganz Game. Festes Void überlebt das Ganze tatsächlich noch. Ravage trifft den Void und erledigt das Ganze für ihn. Nature's Prophet nimmt aber einfach top halt Scarith Mage alleine. Somit Rex hier auf jeden Fall für Genuine. Allerdings Rex auch für okay. Super Trade und das zeigt halt das Problem mit dem Prophet. Ist richtig hart. Und Phantom Assassin könnte jetzt hier reinfeeden. Zweiter Ravage ist draußen. Die Frage ist halt, reicht es? Und es sieht erstmal der Fall aus. Jetzt eventuell, je nachdem an den Crits. Oh, übel. Da müssen jetzt unbedingt Buybacks kommen. Buybacks sind vorhanden auf dem Matches Profit. Aber naja, sie haben getradet und haben auch einige Kills rausgeholt. Ultra-Kill für Hope Torcher hier. Der ja, vielleicht eine Salve bekommen hat. Auf jeden Fall doch gerade so wieder die Leben hat. Hier noch kein Life Leech. Und da sollte sich vielleicht nicht jeder daran wagen. Tja, auf jeden Fall ist die Frage halt, ob es der Trade wert war. Genuine haben richtig viele Kills dafür bekommen. Allerdings, okay, haben wir jetzt eine Lane bekommen. Und das ist halt so die Sache, ob sie da vielleicht. Ob sie damit halt mit dem Profit auf jeden Fall nicht mehr anfangen können. Aber Phantom Assassin auf 6000 Gold, das hat auch einiges gebracht. Muss man dazu sagen. Naja, immerhin funktioniert der Stream wieder. So. Wir gucken mal auf den Networth, der doch sehr stark in Genuine's Favor liegt, obwohl die Rex down gegangen sind. Aber klar, so viele Kills hier. Wir mussten richtig viele Kills abgeben, dass sie diesen Trade bekommen haben von den Rex. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste, was zählt. Die Frage ist halt, ja, inwieweit das doch noch geht. Mussten hier zum Glück für okay. Okay, finden sie hier den Ember Spirit. Richtig schlecht gelaufen für okay. Zum Glück für okay stand halt hier die T2 noch, sodass Genuine hier nicht weitermachen konnten. Wenn sie die Chance wären, einen GG-Push zu versuchen und das wäre definitiv nicht funktioniert, hatten sie kein Damage für. Die PA macht auch nicht so viel. Daher versuchen sie auf die konventionelle Methode. Und Nature's Prophet holt einfach mal alleine auf der Botlane mit einem Easy Blink Orchid einfach mal den Brewmaster. Frage ist, ob sie jetzt dann halt fighten können oder ob sie fighten wollen. Wenn ja, müssten sie jetzt gehen. Aber das sieht nicht so danach aus, als ob sie wollen. Mal lieber die Lane behalten. Und die Drawings vom Titan, da kommen schon raus. Okay, wir müssen alle Lanes in Kontrolle halten und dann können wir es machen. Allerdings die Lanes mit dem Prophet unter Kontrolle zu halten, wird schwierig. Denn Prophet kann jeden Solo killen. Und alle können halt nicht zu zweit auf der Lane sitzen. Also schauen. Phantom Assassin kriegt er vielleicht nicht gesolo-killt. BKB ist da allerdings. Proud macht doch
Hätte doch ganz schön lange. Den hier, eventuell das eine DD-Rune ist? Nee. Okay, haben es gesehen. Und den Nature's Prophet vielleicht holen. Hat hier einen Alpha-Wolf gefunden und macht einiges an Damage. Knapp 300 Damage. Und dann, wenn da gekrittet wird, ist es einiges. Ist aber doch hier relativ greedy. Hat natürlich ein BKB-TP. Aber trotzdem. Die Frage, inwieweit das hier rettet. Findet jetzt hier den Void? Batz, 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 batz. Oh, und er kann fast gar nicht mal wegleapen hier. War sich nicht sicher, ob er die Krone machen wollte. Und ja, Prophet war halt auch nicht sicher, von daher. Haben sie ihn fallen gelassen, die Krone ist aber noch da. In 35 Sekunden wieder. Von daher verlieren sie dadurch erstmal nicht so viel. Auch seine weitergefeedete Phantom Assassin. Die aber dann relativ viel Geld wert ist. Muss man natürlich auch dazu sagen. Roshan dauert noch eine Weile. Und drei Trees sorgen halt auf jeden Fall dafür, dass sie da hier Vision über Roshan behalten. Spirit wir gefunden, aber achso, ja. Ich sehe auch gerade die Unholy Aura, dass dies erklärt, warum die Phantom Assassin natürlich eben Leben dazu bekommen hat, ohne Lebensregeneration-Items. Aber dafür hat man den Wraith King. Ja. Okay. Prophet ist wieder unten. Split pusht wieder die Lane. Und die Frage ist halt jetzt, ja, das können sie halt auf jeden Fall traden. Allerdings wird hier der Scarith nicht gefunden. Und wird hier von hinten gekillt. Das ist aber eventuell der Go hier für Genuine, dass sie da reingehen. Krone auf 2, was richtig dolle ist. Makropire auf die Phantom Assassin, die keinen BKB rausbekommt. Split wird aber wohl rauskommen. Und jetzt wird hier richtig gereckt und richtig Leben gereckt. Der erste Ravage draußen, kein Mana, muss die Mana-Boost verwenden, hat immer noch kein Mana. Aber jetzt in 5 Gold Mana und es ist schon 0 zu 4 der Trade hier. Ups. Ja, und auf einmal sind alle Town. Bis der nächste Prophet, der hier als MVP immer noch steht. Immer noch dafür sorgt, dass okay im Spiel bleiben. Die Frage ist nach der Rex, ob das dann halt immer noch der Fall ist. Ups, die Ravage wollte er nicht tun. Und mal schauen, ob sie GG gehen. Ja. Oder müssen nicht mal. Wären wahrscheinlich auf den GG-Push gegangen. Somit GG hier für Genuine, die sich den Platz 3 in der ESL Think Fast Razor League in den zweiten Qualifiers sichern und damit hauptsächlich oder wahrscheinlich einen Platz in der Gruppenstage sicher haben. Schön gespielt von beiden Seiten, hat aber nicht ganz gereicht. Aber ein vierter Platz für OK, die hier zum ersten Mal dabei sind, glaube ich. Ich habe den ersten Qualifier nicht gesehen, ohne sie hatten im ersten Qualifier mal wieder, wie das Matchmaking macht, leider Pech gegen einen starken Gegner als erstes zu spielen. Von daher, aber auch hier verdient der vierte Platz für die Gurken aus China. Gut, in einer Stunde kommt das Finale zwischen TT und... TT? Ja doch, zwischen TT und Chiliwili. Somit stay tuned und das Finale seht ihr dann hiermit gleich. Ich bin Sisterson und freue mich, wenn ihr nachher noch einschaltet. Bis dann, auf Wiedersehen!